Die kann man doch mal für ein Mountainbike fahren. Ich meine, Bruder, fährst du mit dem Zug hin, mit dem Fahrrad zurück? Ist doch logisch. Bro, wie hast du dich bitteschön zu 640 Kilometer verfahren? Ich weiß, die Namen ähneln sich schon ein bisschen. Mönchen und München, auf jeden Fall. Aber ich meine, Bro, du hast dich durch halb Deutschland verfahren. Ist Fremdgehen ein Scheidungsgrund? Was würde der Richter dazu sagen? Meine Frau hat erfahren, dass ich nach Thailand wegen Frauen hergezogen bin. Nun möchte sie sich von mir scheiden lassen. Fremdgehen ist doch ein Teil unserer deutschen Kultur. Alles klar, Digga. Fremdgehen ist Teil der deutschen Kultur. Ja, kann man so, auf jeden Fall. Gehört dazu, kann man nicht abstreiten. Ganz wichtiger Faktor in unserer deutschen Kultur, fremd zu gehen. Let's go, Alter. Oder? Ist ja nichts Schlimmes dabei. Wir sind nicht in einem anderen Land, Ja. wir sind weltoffen und das ist normal bei uns. Genau das. Was? Extra, extra, es ist ab sofort Teil der deutschen Kultur, um fremd zu gehen. Ich glaube sogar, dass es Teil der deutschen Kultur ist, meine Freunde, tatsächlich einzubrechen, Steuern nicht zu zahlen, mit Tieren den Verkehr auszuüben und tatsächlich, jetzt kommt das Allerwichtigste, den Müll regelmäßig ins Mittelmeer zu schmeißen. Das ist Teil der deutschen Kultur. Alter. Junge, auf das Video warte ich einfach. Genau das Video wird kommen, Bro. Leute, wenn ihr fremdgehen wollt, dann sagt doch einfach, dass es Teil der deutschen Kultur ist. Schatz, bist du mir mit dieser Josephine fremdgegangen? Ja, ist halt. Da rufe ich doch mal ganz kurz Jody an der Stelle an und erkläre ihr das. Ganz kurz mal gucken, ob sie dran geht. So, Moment, schauen wir mal ganz kurz. Ob sie da auch kurz. Hallo? Hallo, du, ich habe gerade ein Video gesehen und beziehungsweise so ein Artikel im Internet, ich stream gerade. Da wurde Okay. gesagt, dass Fremdgehen Teil der deutschen Kultur ist. Ist das Ich höre fein? dich nicht. Ach so. Hallo? Ich muss so gut Ich hören. Du stockst. ruf dich über WhatsApp an, ja? Okay, ganz wichtige Sache. Ganz wichtige Sache. Das müssen wir jetzt ein für alle Mal geklärt haben. Das ist wichtig. Hallo? So, nochmal. Ich stream Ja. gerade und ich Das habe mir klingt gerade. viel schlechter. Hörst du mich denn? Ein bisschen, ja. Okay, du verstehst, was ich sage? Ja, so halb. Also, ich streame. Ja. Und habe mir gerade ein Video angeschaut, in dem es heißt, Jawohl. Fremdgehen, Fremdgehen, ja? Ja. Ist Teil der deutschen Kultur. Da sind wir uns einig, oder? Warum fragst du mich das denn? Nee, generell, weil du ja meine Partnerin bist und das wurde gerade in dem Video gesagt. Dass das deutsche Kultur Das ist? gehört ja dazu, sagt Wer der Mann macht in dem das so? Video. Das sagt der Mann in dem Video, ja. Aber kennst du Leute, die das machen? Tatsächlich nicht, aber ich kenne auch wenig Deutsche. Aber das stimmt nicht. Okay, gut. Dann hat der Mann Unrecht. Welcher ist das? Das ist Welcher so ein, Mann? das war so ein Typ, der geschrieben hat, der muss nach Thailand. Ja. Und dann ist er dahin und dann, ja, weißt du? Ja, Hat der dann. ist bestimmt ein Arschloch. Also sagen wir, gehört es nicht dazu, oder wie jetzt? Musst du jetzt Nee. entscheiden. Okay, gut. Ja, ich sag, das gehört nicht dazu. Alles klar, dann haben wir das geklärt. Danke dir, ne? Ja, voll Super. gerne. Schönen Tag dir noch. Liebe dich. Bis Tschüss, später, ne? Tschüss. Ja, gleichfalls. genau. Tschüss, Hal. Arschgeil. Gut. Das ging dann wohl nach hinten los. Schauen wir einfach weiter. Papa, ich weiß, dass es nicht deine Schuld ist, dass du Mama mit dieser Christina fremdgegangen bist. Oh mein Gott, glaubt ihr mir jetzt endlich? Ich vermisse euch so sehr. Ist ja Teil unserer deutschen Kultur. Hi, ich wollte dir nur sagen, dass ich deine Videos gut finde. Daumen nach oben. Ja, das ist echt sehr lieb von dir, Bobo. Wo kommen diese netten Worte nur? Oh mein Gott! Philips Fernseher 47 Alter. Zoll. Hallo, sind Sie Philipp oder ist das Ihr Bruder? Nein, wieso?
Weil sie Philips Fernseher verkaufen! Fuck, Alter, Junge, ist das behindert. Verstehen Sie? Alter, ist das dumm. Philips Fernseher? Sorry, Flachwitz, ich hätte Interesse. Hallo? Sorry, ich mach immer so schlechte Witze. Ich hab wirklich Interesse am Fernsehen. Mach auch keinen Joke mehr. Also, ich find den Witz gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Hey, Papa, du hast doch einen Philips-Fernseher, oder? Ja. Heißt dein Bruder vielleicht zufällig Philipp? Nein, wieso? Weil du deine Kinder nicht mehr sehen darfst. Das ist genauso wie folgendes Meme. Moment. Sekunde. Gebt mir einen Moment. Es lohnt sich, glaubt mir. Kennt ihr das, wenn ihr bei Memes wirklich lachen müsst? Also ich saß so im Zug und hab das gesehen und musste lachen. Passiert nicht oft, aber es passiert. Pass auf, genauso wie das hier. Hey Mom, my friend just got ligma. You left your Bluetooth speaker down here and it's still on. Me and your father heard all the pornography, come down the stairs. Und dann schreibt ihr einfach nur, ligma balls. Ihr seht's hier nochmal. Absolut arschgeile Nummer. Da an der Stelle, meine Freunde, wichst ihr eigentlich? Ja, das ist auf jeden Fall ungefähr genauso das, was mir auch damals passiert ist. Ich glaube, also das Meme macht den Impact. Versteht ihr, was ich? Ich halt mein Maul. Wir gucken uns einfach weiter dieses Video an. Das war echt peinlich. Ja, komm. Philips Fernseher. Schon wieder ein Philips Fernseher? Der arme Philipp. Warum werden die ganze Zeit Fernseher von Philipp verkauft? Der arme. Hallo. Der arme Standardskill. Fragezeichen, Fragezeichen. Sorry, das ist mir viel zu wenig. Der Fernseher ist in sehr gutem Zustand. Da musst du schon mehr bieten. Ok, ok. Was ist dein Tiefpunkt? Als meine Frau mich verlassen und die Kinder mitgenommen hat. Scheiße. Warte mal. Papa, bist du es? Er hat mich blockiert. Du bist eigentlich komplett unlustig, aber das trifft komplett meinen Humor. Hä? Verkaufe dieses Handy. 150 Euro. Handy ist nicht im Bild, da ich es für Fotomachen gebraucht habe. Es ist so lang und so breit. Ah ja. In diesem Bild geht einfach mal alles schief, was man hätte schief machen können. Erst willst du uns auf die schlechteste Art und Weise zeigen, wie lang das Handy... Weil du das Handy, das du verkaufen willst, zum Foto... Alles klar. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit für Minecraft. Aber vorher, meine Freunde, müssen wir uns einstimmen.